diese schwierige Stelle der Todesetappe hinter sich zu bringen. Zehntausende begeisterte Kreizer umsäumen Brücke und Uferwände der Elster und sind Zeuge, wie die Fahrer diese schwierige Stelle hinter sich bringen. Stets gilt es, den weltweiten Ruf Chopin-Motorräder zu verteidigen. Einfache und unkomplizierte Technik bei höchster Qualität. Und gerade das Einfache ist oft nicht leicht. Bei den Six Days gab es in den letzten Jahren unter anderem den Gewinn der Silbervase auf Simson und MZ und Fabrikmannschaftssiege für die beiden Firmenmarken aus der DDR.